Jo, hallo Leute und willkommen zum mittlerweile dritten Anlauf dieses Videos. Davor hat es gelaggt, richtig hart. Und dann da, und im ersten Versuch ist was gezeigt worden, was eigentlich nicht rein sollte, was eigentlich noch keiner sehen sollte. Ja, ich finde es mittlerweile, finde ich witzig, diesen schwarzen Boden da. Und dann diesen farbigen Hintergrund. Ich finde, das sieht gerade irgendwie lustig aus. So, zum dritten Mal, das kann ich zum dritten Mal sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich aus der Kiste jetzt nicht, es war wirklich nah dran, nicht zwei Lava-Shards, sondern zwei Feuer-Shards bekommen habe. Bla bla bla, bliblablub, und das war's. Okay, und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, nein. Ich habe selber angefangen, ich habe den Kommentar gelöscht, den ich letztens geschrieben habe. Ich finde es nur ein bisschen nervig, wie das mit dem Levelbauen geschrieben ist. Ich habe einen Stream gesehen, das war. Da habe ich Level gesehen, die sahen mindestens genauso gut aus wie das Daily, was heute drin war. Und im Stream ging es darum, Sterne zu verteilen. Und ich fand es einfach nur ein bisschen kacke, was da Sterne gekriegt hat und was nicht. Zum Beispiel von dem bekannten Creator sofort Awesome Level und Sterne. Und dann kommen andere Level, die sind fast genau schon so gut und dann einfach nur ignoriert. Falls jetzt derjenige weiß, den ich den Stream angeschaut habe, bitte, das ist kein Hate, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, rede alle Level, aber ich weiß nicht, dann erklärt mir bitte ein, warum, wie das gemacht wird. Nach was wird geguckt, wie werden die Level dann aufgebaut hier? Keine Ahnung, was das Daily Level war. Ach, ziemlich ist doch nicht. Fly away, so. So, das Level hat nämlich jetzt auch seit dem letzten, seit ich es aufgenommen habe, ein paar Likes mehr und ein paar Downloads. Ich bin immer noch so schlecht und schaffe das Level nicht. Der Boss ist hier ehrlich nicht einfach. Ob hier eine Bitte an Partition oder Mulfan oder wer auch immer die Mods hat, bitte mal hier zum Beispiel dem Dude wenigstens ein bisschen aushelfen, weil er hat wirklich einige coole Level. Mindestens noch ein anderes Gutes und ich finde, das ist eigentlich schon in Ordnung. Wie ich schon oft sage, sowas soll einfach nicht und ich will es einfach immer nur wieder sagen. Ich will Leuten wie ihm helfen, dass solche tollen Level nicht einfach untergehen. Was mache ich bitte schön hier? Die Leute gehen irgendwo in den neu erschienenen Level unter, die findet kein Mensch mehr. Kein Mensch sucht nach dem Namen direkt und dann hast du das Level einfach gebaut. Hin und wieder spielst einer, warum auch immer. Ja. Sonst weiß ich nicht, was ich heute machen will. Ach komm, ach, ich habe keine Lust mehr. Hier, ja. Vielleicht baue ich an dem Level weiter. Ich möchte nämlich, das ist nämlich was Spezielleres. Das ist ein bisschen eine Mischung aus altem und neuen Design. Also, ja. Nee, die Farbe lassen wir jetzt so, ist mir jetzt egal. Okay, das ist das Level. Ich habe gerade schon wieder was falsch gemacht. Es wird dedicated, sozusagen. Ich sag mir aber noch nicht an wen.
Ja, das wird eine Überraschung für später. Jo, ich schau gleich nach, wohl, ja. Wahrscheinlich möchte ich es jetzt so machen, dass ich das hier, was ich jetzt hier aufnehme, morgen hochlade und jetzt nochmal aus Clash Royale aufnehmen werde. Das heißt, was ihr jetzt seht, was ihr jetzt dann wahrscheinlich sehen werdet, ist Clash Royale und ich spiele dann, ich habe dann für morgen das Video Geometry Dash hier. Oder ich lade beides einfach hoch, ist mir eigentlich gerade egal. Ich nur ein bisschen hab die Kla Bock hab, die Clan-Truhe zu füllen. Weil es echt gerade gut läuft. Das heißt, es wird vielleicht ein kurzes Video, also ja. Also falls irgendjemand jetzt mit Mod zuschaut, der die Mod hat irgendwie in Geometry Dash, um Sterne zu vergeben. Oder falls zum Beispiel jetzt falls du Partition das jetzt aus irgendeinem Grund noch siehst, bitte verrate mir mal, was woraus auf dem Le in einem Level ankommt, damit es überhaupt erstmal besser ist, damit es überhaupt erstmal gut ist. Überhaupt mal, dass es. Dass es sozusagen zur Auswahl steht für Sterne. Das möchte ich nämlich wissen gerne, damit ich es besser machen kann. So wie ich alles hier kenne, wird das Level keine Sterne bekommen. Aber ich mag es einfach bauen, weil so ein bisschen alt das Design ist. Ja, gefällt es gerade so schön. Ich mache gerade auch in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos, weil ich teilweise echt nicht so richtig weiß, was ich aufnehmen soll. Ja. Sorry, falls das Level, wenn ich das Level jetzt immer irgendwie. Bauen, sorry, wenn es jetzt nicht so richtig perfekt ist, aber ich weiß nicht, seit ich den Stream gesehen habe, bin ich echt kaum motiviert, irgendein Level richtig gut, wirklich richtig gutes Level zu bauen.
irgendwie sozusagen, als hätte mich alles so gerade an Kräften verlassen dafür. Ja. Ach, keine Ahnung, ob das schön aussieht. Ich glaube einfach nicht. Ich glaube, ich versau gerade den schönen Anfang vom Level wieder. Ich weiß es nicht. Falls irgendjemand wie Serponcio oder sowas dieses Video sieht, hätte ich mal echt eine ernst gemeinte Frage. Können ich mal irgendeinem Collab mitmachen? In einem Mega-Collab oder so. Also, ich sag nicht, dass ich wirklich nicht bauen kann, aber ich bin gerade jetzt, ich finde, ich bin auch nicht gut in einfach nur einen riesigen Teil vom, einfach nur ein ganzes Level bauen. Ich glaube, ich bin dann, also so die Sachen, was ich da mal anfangen bin, ich glaube, ich mehr der Kollabbauer. Nee, ich weiß auch, ich grad bloß. Okay, ich glaube, ich reiße es wieder ab. Ich werde das Level ganz aufhören. Ich bin einfach gerade nicht mehr richtig motiviert, irgendwas zu bauen. Probieren wir einfach ein paar Level, weil mir langweilig ist. Als wenn das Internet mitmachen würde, bitte. Ich gehe so heulen, ganz. Leute, ich gehe so rein, ganz ehrlich. Internet ist broke oder der Server ist wieder broke. Dankeschön. Gehen wir auf Seite 76. Ich will einfach nur ein paar Sterne sammeln. Guck dich das an. Das ist ein einfacher Custom Background. Das kann ich auch bauen. Wissen, dass es aufpoliert und das war's. Ein paar undesignte Blöcke, nicht mal Spikes auf dem Boden. Ein paar halbdurchsichtige Spikes, ein schwarzer Hintergrund, ein schwarzer Boden. Auch wenn es in 1.9 ist, wieso werden. Ach, ich frage das gar nicht. Ich mach das nicht. Level. Entschuldigung. Ja, das ist doch dumm. Ach, das ist. Ich verstehe es nicht. Ach, leck mich doch. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich motiviert bin, danach Clash Royale aufzunehmen. Ja, sicher, das sind 5-Sterne-Level. Leute. Sternen geratene Level, die sind auch nicht mal richtig, teilweise richtig komisch geratet. Das sind Level, das ist 5 Sterne.
Den Hard Demon. Ja, klar. Keks gibt's da unten also auch nochmal, oder was? Ja, komm schon. Allein was man auf YouTube sieht, was die Leute da bauen, dann die nehmen sich da richtig viel Zeit. Das ist egal, ob ich mir jetzt die Zeit nehme für ein Level gefühlt. Auch wenn ich jetzt mal volle Ideen hätte. Es bekommt einfach keine Sterne, weil ich nicht berühmt bin irgendwie, so weil ich noch keiner meine Level gespielt hat. Und das ist der einzige Grund. Ja, sicher, ach, komm schon. Wir hätten da waren ein Portal. Ich bin. Irgendwie ist YouTuber irgendwie nicht mehr das gleiche, wie ich es am Anfang hatte. Toll, unsichtbare Plattform macht er also auch schon. Woran lag das jetzt? Komm schon, ich will ne mal. Ich heu gleich. Nehmen sich Leute Zeit für ihr Level. Ich nehme jetzt Leute Zeit für mein Level. Es wird nichts. Es sieht einfach keiner. Keiner interessiert sich dafür. Dann bauen andere einfach auf 2 Tage ein Level. Einfach so richtig komisch gestaltet. Rate mal, was in 5 Minuten Sterne hat, vor 5 Minuten noch keine Sterne hatte. Ach, da war ein Portal, ich seh's. Oh nö, oh nö, oh nö. Wow. Das ist copy-pasted. Leute, seht ihr das? Das ist doch copy-pasted. Bin ich jetzt total verwirrt. Hey, ich hasse das Level. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich habe nichts gemacht. Nein! Nein, Mann, jetzt stopp! Boah, ich will nicht mehr. Das ist behindert. Es ist wortwörtlich einfach nur Kacke. Wohin sagt das Level? Dann höre ich wieder mit dem Video auf. Ich habe schlechte Laune von dem ganzen Zeug. Irgendwie im Geometry ist nicht mehr dasselbe, was es früher war. Vor allen Dingen, ja, Geometry Dash noch richtig früh angefangen, also 1.8. So wie ich. Jetzt nicht so früh, dass es gleich am Anfang war, hier ist so wie dieser Strich, aber recht früh. Der weiß, dass es früh noch irgendwie voll anders war. Ja, toll, tschüss, toll. Oh, kannst Level bauen, guckt. Was ist das? Der Name? Was? Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Geometrie, das macht keinen Spaß mehr. Also für mich nicht mehr so richtig. Jo, klar. Guckt euch das Level an. Stellt euch vor, wenn das jetzt noch Sterne bekommt, dann kriege ich einen Heulkrampf. Die Idee ist schon anfänglich ganz cool, aber. Warum? 3.8. Was heißt das jetzt? Ich gebe auf. Ich weiß nicht. Ich bin gerade echt schon ein bisschen im Überlegen, ob ich aufhören soll. Ob ich richtig aufhören soll mit Geometry Dash. Vielleicht Kisten öffnen, bis sie wieder spielen. Guck dich das an. Auch weil ich kann nicht so gut bauen. Was ist das?
Leute, das ist fucking Stereo Madness, einfach nur Stereo Madness kopiert. Ey, nö, das kriegt ein Dislike. Fast schon, obwohl. Ich sag gar nichts mehr. Guck mal, every copy. Wow. Es ist ja egal, wie viel Mühe ich mir für ein Level gebe. Ja, hallo, spring doch jetzt. Mann. Tschüss. Ich bin raus, Leute, ich bin raus. Es gibt gleich ein neues Daily Level, dann könnte ich zeige euch. Mann, ich will da nicht rein, ich zeige euch da. Man kann die Zeit noch umschalten. Ich möchte übrigens eine Upgrade von der Challenge machen. Ich habe schon eine Idee. Hier tippen. Ein Jump Rings, Design Jump Rings. Jetzt lass mich da durch. Komm schon, das ist nicht euer Ernst. Raus. Hier seht ihr das neue Daily Level. Überlegen wir mal, ob ich es spielen. Nein, ich spiele es nicht. Deswegen ist es schwer. Also ich bin raus und ja. Einfach nicht von der schlechten Laune überraschen lassen. Ach, ich weiß es nicht, was richtig schlechte Laune ist. Ach, ich weiß nicht. Einfach wünsche euch einen schönen Tag und ciao.